Moin Moin! Runde 4 des unglaublichen, formidablen Nikolaus-Gewinnspiels im Reporter. Herzlich willkommen. Wir sind vorbereitet, natürlich mit allen Gewinnen und allem, was dazugehört. Das werde ich gleich mit meiner formidablen Kollegin bezaubern. Ist sie auch noch dazu? Guten Morgen. Christina Kolbe. Hallo. Genau besprechen. Ja, wir sind in der vierten Runde. Genau. Ich habe hier gerade die Losbox nämlich mitgebracht. Die steht ja unten bei uns in der Hochtorstraße 19 bereit, damit Sie alle Ihre Teilnehmerlose da einwerfen können. Die schließe ich jetzt auf und dann würde ich sagen, können wir direkt loslegen. Hast du schon was zu den Sponsoren gesagt, warum wir das Ganze hier überhaupt machen können? Nein, ich habe die Sponsoren noch gar nicht erwähnt. Das sind nämlich die Hafenheimat, die Stadtwerke, die Firma Expert und die Lübecker Bucht. Ja, und wir, ne? Wir auch, natürlich. Und die unterstützen das alle mit 500 Euro, sodass wir hier in der Region einkaufen können. Denn dafür machen wir das. Das soll hier bleiben, das Geld. Genau, den lokalen Handel stärken. Und ich glaube, jetzt freuen sich hier gleich 18 Personen über tolle Gutscheine. Und wir starten, oder? Ja, ich bin immer wieder begeistert. Wir machen das natürlich schnell. Aber jetzt, wenn man mal schaut, was hier los ist. Das ist jetzt mal gerade 3 Tage. Also der Zuspruch ist riesig. Und es war nicht mal die letzte Chance, heute teilzunehmen. So, ich gehe mal hier rein in so eine E-Mail. Jetzt ist natürlich hier so 3. Warte. Ich habe hier 2. Warte. Das ist Dieter Kelm aus Lausanne. Gewinnt 10 Euro von Autohaus Hagen, einen Gutschein. Autohaus Hagen in der Eutiner Straße. Herzlichen Glückwunsch. Oh, du bist aber schnell, so. So. 20 Euro von Rewe Hase für Herr Thiele aus Neustadt. Wunderbar. Mach einfach weiter. Ja, mach weiter. Dauert ein bisschen. Bei so vielen Preisen gewinnen ja eh fast alle. Ne? Genau, so, naja, das ist schwierig tatsächlich. Also wir haben bemüht, uns sehr viele Preise irgendwie, das sind viele Preise aufzuteilen, aber es sind noch viel, viel mehr Leute dabei und das ist toll. Herr Flunk aus Neustadt. 20 Euro von Kalles Angelshop. Wir machen weiter. Schauen wir mal hier. Ach, das müssen wir auch noch mal gucken. Herr Spiller aus Ratekau. Guck mal, hier im Vorort abgegeben. Aus Gibt 20 Euro von Camilla. Herr Schneider aus Schönwalde gewinnt 20 Euro von Autoteile Friedrich Zubehör. Ich brauche größere Box. Frau Rothe aus Grömitz. Frau Rothe hat per E-Mail teilgenommen. Die Lose sehen ein bisschen anders aus. Sie gewinnt 20 Euro von Expert. Also man kann per E-Mail oder ganz klassisch analog teilnehmen. Ich finde das hier wunderbar. Ne? Und der Gewinner wird das wissen. Ich weiß nicht, ob er zuschaut, aber Christoph Rakel, auch aus Neustadt. Gewinnt 20 Euro von Schlüter. Manchmal kennt man sogar Leute. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Herr Weißenhaus, Darmlos. Herr Weißenhaus, Darmlos gewinnt 20 Euro Gutschein von Roland Kuhner in Scharbeutz. Und auch da herzlichen Glückwunsch. Herr Weißenhaus hat auch per Mail mitgemacht. Das heißt, er ist einfach auf unsere Internetseite gegangen, www.der-reporter.de und hat da an dem Online-Gewinnspiel teilgenommen. Kann man auch, ne? Ganz, ganz einfach. Ja, da kann man auch Reporter lesen oder alle wichtigen Themen aus der Region. Genau. Das hat auch gemacht Herr Türnau aus Kelnhusen. Herr Türnau aus Kelnhusen gewinnt 20 Euro von der Nikolai-Apotheke in Grömitz. Und wer jetzt nicht zuschaut, keine Sorge, die Gewinner werden auch alle nochmal von uns benachrichtigt und bekommen die Gutscheine am Ende zugeschickt. Also ganz praktisch frei Haus geliefert sozusagen. Frau Hahn aus Neustadt gewinnt. Frau Hahn aus Neustadt gewinnt einen 20 Euro Gutschein von Esca. Das ist fast wie Lotto spielen hier. Klar. Nur klar. Und dann hat Herr Schmidt aus Neustadt
20 Euro von Mercedes-Benz Autohaus Lange im Rettinerweg in Neustadt. So, wir sind also mitten in den 20ern. Ja, jetzt war das der letzte 20er, jetzt erhöhen wir auf 25. Sehr gut, Robin Schmidt aus Versagen. Herzlichen Glückwunsch. Gewinn vom Autohaus Kolb in der Oldenburger Straße ein 25-Euro-Geschein. Das lohnt sich, da auch immer mal vorbeizugucken. Manchmal kann man da auch einen Ölwechsel machen. Ölwechsel, hier Scheibenwischer austauschen, alles, was jetzt ansteht, ne? Lieber Simon aus dem Ort, haben wir eigentlich Zuschauer? Er sagt nichts. Simon hört uns nicht. Der hört uns gar nicht. Der hat nämlich die die Noise Cancelling Kopfhörer auf, die unter anderem in unserer Haupt-Jackpot-Verlosung auch noch den Besitzer wechseln. Genau. Also nicht seine, sondern brandneue. Genau, ganz neue. Genau. Wer gewinnt denn jetzt? Christian, ist es ein L oder ist es ein T? Christian Raute. Raute, ne? Genau. Ja, wenn es kein L ist. Sonst ist ja, wir haben 17 Stück zurzeit. 17 Stück. 17 Leute schauen uns zu. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr uns die Treue haltet. Christoph Raute, das habe ich noch nicht gesagt, gewinnt 25 Euro Gutschein von Aborea und kann ein bisschen sich über Wellness freuen oder ein Frühstück oder was auch immer. Natürlich kann man auch mitmachen, wenn man nicht von hier kommt, aber Fan von der Region ist. Also Neustadtfeld oder Grömitzfeld, Scharbeutz, Kelnhusen und die ganzen schönen Orte umzu. Also kurz um die Lübecker Bucht und Ostholstein. Und das hat Frau Braun aus Neuerstedt gemacht. Ja, herzlichen Glückwunsch, Frau Braun. Und wir sind immer noch bei 25 Euro. Und in diesem Fall gibt es einen Gutschein von 25 Euro vom Team Baucenter in Neustadt. Was total gut ist, wenn man irgendwann nach Neustadt kommt und dann hier schön wunderbar einkauft. Genau. Frau Kuhn auch aus Neustadt gewinnt. Oh, Frau Kuhn kann sich den Lieferservice kommen lassen, nämlich von Natt Pizza in Wert von 25 Euro. Guten Appetit, sag ich mal, ne? Tja. Du bist schnell, Sven. Du bist schneller als ich. Ach so, ich bin versucht noch das zu lesen. Frau Rauck. Ja, würde ich auch vielleicht sagen. Vielleicht, ne? Auch aus Neustadt. Gewinnt. Ja. Ja. Genau. Und zwar gewinnt die Dame wahrscheinlich 50 Euro. Ich glaube, das steht da nicht, das ist ein anderer Name, aber ja. Das entziffern wir noch. Genau. 50 Euro von der Dorfschenke Merkendorf. Guten Appetit. Frau Kröning aus Neustadt. Herr Mail. Gewinnt ebenfalls 50 Euro. Und noch mal ganz von der Firma Janus. Hier sind auch gute Sachen dabei, wie zum Beispiel. So, wir sind schon bei 100 Euro. 100 Euro Gutschein. Gewinnt. Gewinnt. Frau Rybatzky. Frau Rybatzky. Aus Krös. Und was gewinnt sie? Mal schauen. 100 Euro für... Oh, herrlich. Für Rossini. Restaurante Rossini. Okay, das sind mehrere. Da kommt man erwartet. Auf jeden Fall ein bisschen weiter. Da kann man sich noch ein paar Leute einladen, wenn man es denn wieder darf. Ja. Und ja, das war's schon wieder. Und bleibt noch auf die nächste Runde hinzuweisen, denn da lohnt sich das Mitmachen auch wieder. Und auf unsere tollen Gewinne, die Boxen, eine Smart Home Set, eine Smart Watch, also alles smart hier. Genau. Oder noch einen Schlafsauger, den kann man auch gewinnen. Aber das ist ja unsere Jackpot-Verlosung und ich würde sagen, da schmeißen wir die Lose jetzt mal rein, oder? Summa summarum sind es auf jeden Fall nochmal 1000 Euro extra und 5 Supersieger. Ich werfe das jetzt so rein, mache ich das dann richtig? Absolut. Also schaut zu. Genau, noch viermal habt ihr die Chance mitzumachen. Wer also mit 4 Losen jetzt noch dabei ist, der wandert auch mit 4 Losen in diese Jackpot-Verlosung. Und morgen am Mittwoch erscheint im Reporter die nächste Doppelseite von Nikolaus Gewinnspiel. Und ja, ab morgen kann man dann für die nächste Runde mitmachen. Da drücken wir jetzt schon mal einen Daumen. Ich glaube, das Ding kriegen wir voll. Und wir sehen uns am Freitag wieder. Dann werden nämlich die nächsten Preise hier schon wieder ausgelost. Alles Gute, bleibt gesund, haltet Abstand mit Maske. Genau. Tschüss.